So, und diese Kugel ist natürlich ständig in Interaktion mit anderen Menschen. Ja, das heißt, wir bekommen ständig Informationen, immer wieder Menschen, die auf unseren Tasten rumhacken. Ja? Und diese Informationen sind voll mit diesen Plus- und Minus geladenen Bewusstseinszeichen, also mit diesen geladenen blankschen Körperchen. Ja? Jetzt haben wir natürlich, so wie die alten Templer das schon seit Jahrhunderten berichtet haben, Zonen, die energetisch fast tot sind oder dort läuft es ein bisschen anders oder eben schädliche Strahlungen haben. Ja? So, und die ganzen Leylines oder auch die Curie-Gitter befassen sich ja mit all diesen Die ganzen Geschichten auf der geomantischen Erde, diese Probleme, geomantischen Zonen. ja. Und wir haben ja genau wie der Mensch auch, haben wir auf der Erde Meridiane. Ja, man kann sich das auch so vorstellen, wenn ich jetzt hier den Menschen jetzt mal übertrieben darstelle, dann hat er erstmal Schwingkreise, die Elektronen tragen. Das sind die Chakren, die Hauptchakren. Wir haben sehr große, wir haben sehr kleine, wir haben Kodon-Chakren, wir haben überall Chakren, jetzt mal umgesetzt. Das heißt, wir haben im Grunde genommen, genau genommen, sind das Elektronen, die eine bestimmte Drehrichtung haben. Ja, wenn ich jetzt mal das untere Chakra habe, dann dreht das in einer anderen Richtung wie die Chakren oben drüber. Aber das hängt immer von der Drehbewegung ab. Ja? Wir werden nachher noch sehen, bevor Materie überhaupt entsteht, das wäre jetzt dieser Teil im Atom, der angeblich leer ist, ne? Diese 99,999%. Bevor hier überhaupt ein Teilchen entstehen kann, oder dieses hier zum Beispiel, haben wir erstmal gar nichts. Ja? So, und allein dadurch, dass unser Unterbewusstes, unser bewusstes Denken, das ist der entscheidende Punkt, ja? Das sind diese Teilchen, die in der äußeren emotionalen Schicht eigentlich sitzen, dieser Schalen von Bokatheim, die ich eben erwähnt habe. Also erst wenn die Emotion jetzt dazu kommt, dann noch die bewusste Emotion, werden aus dem, man nennt das virtuellen Photonen, die erstmal gar nichts können, also virtuell, plötzlich entstehen hier dazwischen wie aus dem Nichts Kraftfelder. Ja? Die kann ich exakt in Coulomb messen, das ist also kein Hokuspokus. Ja? Und aus den Kraftfeldern, wenn dann immer mehr dazu kommen, plötzlich entstehen Resonanzkörper und dann entsteht Materie. Also allein schon nur durch das Emotionale, also dass die 96% oder 95% autonomes oder vegetatives Bewusstsein und durch das richtige Bewusstsein, diese 3%. Ja? Und dann ist das Ganze noch abhängig davon, was wird denn hier zusammengebaut, von dem, was ich bisher erlebt habe. Also auch der Erfahrungsschatz spielt hier eine gewaltige Rolle. Und alles das prägt uns dann eigentlich so, dass wir dann über die Emotionen entscheiden, nehme ich jetzt diese plusgeladenen, dunklen Teilchen von mir aus, jetzt in den Körper auf, oder nehme ich die minusgeladenen auf? Das kann man mittlerweile sogar messen. Das finde ich Und das schon hat ein dann die Phänomen. konkreten Auswirkungen auch Ja, auf die ganz genau. Gesundheit. So, und wir haben aber dieses Phänomen ja nicht nur im Menschen, sondern auch in dem gesamten Umfeld, wenn das schon alleine 20 Kilometer sind. Ja, da kann man sich vorstellen, wie Häuser eigentlich wirken, wie elektromagnetische Strahlung wirkt, wie Handystrahlung wirkt oder was auch immer. Ja? Und jetzt gibt es diese fantastische Möglichkeit, die die Templer ja auch schon hatten. Das heißt, auch die Erde hat Chakren bzw. Akupunkturbahnen oder Meridiane, die Meridiane, eine Summe von Informationen eigentlich darstellen, von Elektronen, die sich drehen. Ja? Und können die richtige Drehrichtung praktisch wieder provozieren, indem man sogenannte Schaltkreise oder Schaltsteine oder wie Stonehenge oder verschiedene Sachen stellt. Und dieses Wissen ist Gott sei Dank immer noch da. Das Und ist ein altes Templerwissen und was dann auch in Form von, du hast es ja hier auch vor der Klinik in Form von einer sogenannten Erdakupunktur dann auch Richtig, umgesetzt richtig. werden kann. Das heißt, es wird also im Prinzip ein nach uralten Keltischen Maßen, keltischen Maßen, ja. richtig, fast Kreuz kann man sagen, also ein T-Stempel eigentlich in die Ja. Erde hineingesetzt. So, und der wird in einem bestimmten Winkel nach Nordosten praktisch gestellt, sodass wir eine Masse von gesunden Ladungen praktisch wieder in das Gebäude und damit natürlich auch in das körperliche Feld hineinbringen. Und die Effekte sind unglaublich. Ja. Also es ist insofern ja wichtig, dass es ja nichts nutzt. Das ist auch das Tolle an dieser ganzheitlichen Betrachtungsweise, den Menschen, ich sag mal, zu reparieren, aber gleichzeitig in einem krankmachenden Umfeld zu belassen. Also ich muss auch an der Erde, Ja, ich so sag ist mal, es. bestimmte Dinge neutralisieren oder in eine positive Form bringen, damit der gesundheitliche Effekt dann auch beim So ist Menschen es. erhalten bleibt. Genau, wir brauchen auch diesen Ausgleich zwischen Plus und Minus Ja, und der ja. Polarität. Es gibt jetzt Bestrebungen, Systeme zu entwickeln, dass der nicht mehr barfuß gehende Mensch auf Ersatzsysteme kommt, um
praktisch diesen Effekt wieder nachzuahmen. Ne? Also das heißt, diese Verbindung vom Barfußgehen mit dem Boden damit er die entsprechenden Polaritäten wieder bekommt. Ja. Ja. Es ist ja auch die Sprache, die deutsche ist ja in dem Fall auch wieder schön, weil du ja von einem solchen Menschen dann auch davon sprichst, dass er geerdet ist. Also diese Verbindung zur Erde, dieses Geerdetsein, das ist eigentlich so auch ein Ausdruck von Vitalität, in sich ruhen, in sich zu existieren. Das ist ein schönes Bild, dieses Geerdetsein. Ja, genau. Wir hatten vorhin, bevor dieser ganz wichtige Exkurs stattfand, angesprochen, dieses Thema Vorausschau und eine Diagnose zu ermöglichen, also nicht im Sinne einer Anamnese, dass ich sage, okay, jetzt habe ich hier einen Patienten, dieser Patient hat die und die Probleme, sondern herzugehen und zu sagen, mit deiner Methode kann ich erkennen, was in 7 Jahren stattfinden wird, wenn sich sonst nichts ändert. Ja. Kommen wir nochmal zum organischen Teil zurück, der auch ganz gut nachvollziehbar ist, sehr gut messbar ist. Da muss man natürlich ein Lob an die Ex-DDR geben, die in den 50er Jahren noch keine Chemotherapeutika hatte und damals darauf angewiesen war, schwerkranke Tumorpatienten in irgendeiner Form anders zu heilen, was auch gelungen ist. Ja? Das heißt, die haben damals die sogenannte komplexe Serum-Redox-Analyse entwickelt. Mhm. Ja, die hat noch ein paar Zusatznamen, die ich jetzt weglasse. Charité oder wer war das? Das war die Uni in Rostock. In Rostock. Ja, durch Heinrichen Hamann. Ja. So, und zwar geht es eigentlich darum, wir müssen uns vorstellen, dass wir, ich habe das eben schon mal angedeutet, also ständig im Körper bei der Energiegewinnung sogenannte Radikale bilden. Ja. Also wenn ich Energie gewinne, muss ich Sauerstoff verbrennen und dieser Sauerstoff hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Minusladungen, ganz richtig. Ja. Und natürlich auch innen dann entsprechend auch 8 Plusladungen. Ja. So, wenn der Sauerstoff nun durch die sogenannte Atmungskette hier durchläuft, also dann verbrannt wird durch eine ungeheure Hitze, wir haben hier Eisenkomplexe drin, es entstehen hier Temperaturen bis zu 1500 Grad Celsius, das ist gigantisch, ja, dann werden natürlich Köpfchen hiervon weggebrannt. Na, das heißt, der Sauerstoff kommt hier völlig anders wieder raus. Der hat zwar immer noch 8 plus hier innen drin, aber außen hat er jetzt nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, ihm fehlt einfach was. Ja? Was macht er natürlich? Er schnappt sich sofort den Kopf hier von dem nächsten Atom, das hier drin ist, und versucht sich damit zu neutralisieren. Das ist so, als ob ich, wenn ich jetzt der Sauerstoff bin, werde durch den Brennofen gejagt, würde ich dir den Kopf stehlen und du ihm und so weiter. Ja? Wir haben also einen Kettenprozess. So, das heißt, wir bilden also mit 1 Liter Sauerstoff, das sind 2 Atemzüge, ungefähr 6% Sauerstoffradikale. Das reicht schon, um Löcher in diese sogenannte Zellmembran aller unserer Zellen zu reißen, sodass zum Beispiel diese Ankerplätze oder diese Rezeptoren, die wir dringend brauchen, damit Hormone hier andocken können, Insulin oder Testosteron oder verschiedene andere, dass die nicht mehr ausreichend andocken können. Das heißt, wir haben zum Beispiel das Phänomen, dass nur noch bei 25% der Menschen überhaupt Insulin ausreichend andocken kann. Mhm. So, und das kostet uns in der Folge zwischen 12 und 17 Lebensjahre. Das ist also ganz enorm. Ja? So, das heißt also, wenn wir es also schaffen, das hier in irgendeiner Form berechnen zu können, können wir natürlich sehr, sehr stark gesund machen. Bei psychischer Grausamkeit, wollte ich jetzt sagen, der Ehefrau, des Ehemannes. Das heißt also, bei psychischem Stress liegen wir locker bei 24% und mehr Radikalbildung pro Liter Sauerstoff. Und der Todesangst, das wissen die Raumfahrer sehr gut, bei über 80%. Ja? So, und jetzt können wir das Ganze aber berechnen. Das heißt, hier oben ist Plus, hier ist Minus. Das heißt, wir haben hier oben die Teilchen, die dieses Minus verloren haben, die es gebrannt bekamen. Ja, ja. So, und wir haben Normbereiche im Blut, die zwischen plus 110 und minus 330.000 Volt liegen. Das wäre also elektrisch neutral im Grunde genommen. Ja? Hier oben sind wir sozusagen im sauren Bereich. Also sauer ist nichts anderes als ein Verlust von Minusladungen. Ja? So, und wenn wir es in dem Bereich liegen, in dem Pommes frites zum Beispiel liegt oder Coca-Cola, das wäre dann ungefähr bei 620. Also hier haben wir natürlich eine ganze Menge an verlorenen Minusladungen. Das ist also ziemlich sauer. Ja? So, und im Sauren haben wir das Phänomen, wenn ich jetzt mal Knieknorpel nehmen würde, hier im Sauren, dass der Knieknorpel im Sauren in seine Bestandteile, seine Aminosäurebestandteile oder andere Teile zerfällt. Und jetzt kommt was ganz Verrücktes. Wenn ich jetzt das Milieu verändern würde im Knieknorpel, also es wieder neutralisieren, dann würden die Teile, die bereits zerfallen sind,
die würden praktisch wieder zusammengebaut werden zu dem ursprünglichen Knorpel. Das ist eine unheimliche Geschichte. Damit wird aber auch, wenn du hier Fritten und Kohle ansprichst, auch die Bedeutung der Ernährung deutlich. Also oder der Fehlernährung, die heutzutage stattfindet. Ja, auch. Ne? Wobei das nicht das Entscheidende ist, sondern es gibt noch einen stärkeren Faktor. Das ist das Verhältnis zwischen Emotion und Ratio, weil das den ganzen Hirnstamm bestimmt. Und der Hirnstamm ist eigentlich nur im Grunde genommen der Sklave, der Steuersklave eigentlich des Kampfes zwischen Emotion und Ratio. Auch da gibt es Verfahren, wie man das entsprechend ausgleichen kann. Ja? So, und das heißt, wir können also das Ganze also schon messen, und zwar in Mikrovolt exakt bis zu 7 Jahren vorher, ja, indem wir Folgendes machen, indem wir zum Beispiel Blut abnehmen. In dem Blut haben wir im Vollblut zum Beispiel alle Eiweiße des Körpers, ob das das Eiweiß jetzt der Haut ist, der Augen, der Haare, der Prostata oder sonst irgendwas, beschießen diese Aminosäuren, genau wie der Körper das eigentlich auch macht, mit Radikalen, die wir sowieso ständig im Stoffwechsel produzieren. Ja. Und können dann sehen, was geht denn zuerst kaputt. Ist es erstmal das Augeneiweiß? Aha, deshalb sieht er schlecht. Ist es das Knieeiweiß oder ist es sonst irgendwas? Und können daraus eine Skala, eine relativ genaue Skala ermitteln und können daher über lange Zeit schon voraussehen, was eigentlich passieren wird. Also und können es ausgleichen. Auf der Basis einer Blutprobe und dann diesem Verfahren hast du eine Prognose lange bevor Dinge überhaupt als Probleme sich gestalten und damit natürlich auch eine Therapiemöglichkeit. So ist es, genau. Ja, und die ist gewaltig. Ja. Es ist so, dass zum Beispiel der, sagen wir mal, relativ gesunde Mensch, der hat eine große Spannbreite zwischen Radikal- und Nicht-Radikalbildung, also irgendwo hier dazwischen. Ja? Also bei den Blauen jetzt. Bei den Blauen jetzt zum Beispiel. Ja. Während der Tumorpatient nur ganz geringe Spannweiten hat. Mhm. Also nur noch in diesem Bereich hier eigentlich. Also man kann das auch sehr genau klassifizieren. Ja? Das war das, was ich eben schon mal angedeutet habe, dass wir versuchen, in diesen Bereich hier zu kommen. Da oben war dann, hier ist dann Cola und ja, und genau. Also Spaß haben wir mal, italienischer Rotwein, wenn es ein Durchschnittswein wäre, würde der ungefähr bei 420 liegen. Das hat also Hoffmann auch gemessen. Ja. Deswegen ist der Bordeaux eher zu empfehlen. So ist es. Bordeaux bei 120. Okay, ja, ist schon fast Vitamin. Was noch gesünder ist, mal ganz nebenher, ist Wodka. Wodka hat wirklich fast Charakter von Vitamin E. Ja. Also ist wirklich ausgesprochen gesund. Vielleicht ist das auch eines der Geheimnisse der Russen. Dass sie, weil es natürlich sehr viel Minusladungen enthält. Ja, also, aber interessant ist zum Beispiel auch der spirituelle Toucher. Ja? Das heißt also Menschen, die zum Beispiel hochenergetisch sind. Ja? Also, das heißt also, energetisch heißt also, dass wir in unserer DNA, das sind ja solche Ringstrukturen, können wir sehr viele Minusladungen anlagern. Genau wie, deshalb haben Eiweiße auch diese Raumstrukturen. Und diese Minusladungen, die bringen dann Photonen praktisch in diese DNA hinein. Mhm. Wenn ich jetzt mal mit einem Menschen zu tun habe, der aufgrund seiner, was auch immer gearteten Struktur, nicht gerade der Liebste ist, das heißt also, der also weniger Minusladungen anlagert, das wird also emotional mitbestimmt, dann saugt mich dieser Mensch durchaus am Telefon schon wieder aus. Und das kann man spüren. Ja. Am Telefon reicht schon? Das reicht schon, ja. Also das sind dann die Energievampire. Ganz genau. Ja, alles klar. Ja, so, das heißt also, wenn ich in diesen Bereich hier hineinkommen möchte, muss ich jetzt mal spirituell gesehen auch viel mit Menschen zusammen sein, die selber viele Minusladungen tragen. Ja? Mhm. Das ist also ein ganz interessanter Aspekt, also in der sich also die Organik und das Spirituelle also auch treffen. Ergänzen, kann. Ergänzen. Ja? Ja. Oder Menschen, die ein starkes Herzmagnetfeld haben, das ja ohnehin viel stärker ist als das Hirnmagnetfeld. Das, ich meine, an sich nur, ich hatte vorhin gesprochen von der Revolution in der Medizin. Spannende bei dem, was du gerade gesagt hast, ist ja, dass ich damit unglaublich viel Leid vermeiden könnte, jahrelang bevor es überhaupt eintritt. Gesundheitliche Beeinträchtigungen, all das, was da dran hängt. Und man hier wieder zu unserem Lieblingsthema kommt, dass das ja ganz offensichtlich nicht gewollt ist. Denn Menschen, die in 7 Jahren krank werden, sind Menschen, die Geld bringen. Menschen, die in 7 Jahren nicht krank werden, sind Menschen, die kein Geld bringen. Ja, und vor allem, wir können es akut messen, was er jetzt schon hat, was er eben bekommen würde. Ja. Und können das exakt ausgleichen. Also man kann dann Stoffe geben, wie jetzt, hier steht jetzt zum Beispiel Vitalstofftherapie, was auch immer. Jedenfalls, wir wissen von jedem körpereigenen Produkt mittlerweile aus der Forschung, welche Voltzahlen hier vorhanden sind und können genau berechnen, wenn der jetzt bei plus 430 Millivolt liegt, was muss ich dem geben, damit er in 100
von mir ist nach 80 Mikrovolt kommt. Ja? Vielleicht nochmal kurz zur komplexen Serum-Redox-Analyse. Das heißt, dem Verfahren wird dann bis zu 7 Jahren vorher sehen, was mit den Menschen sein könnte. Natürlich können wir jetzt nicht 7 Jahre warten, sondern wir müssen natürlich auch akut sehen, was eigentlich Sachlage ist. Da gibt es einige nette Beispiele. Und dann kann ich auch mal generell ein paar Behandlungsbeispiele zeigen. Das wäre gut, genau. Ja? Ja. Zum Beispiel haben wir hier einen Menschen, das war ein junger Mann mit einer extremen Schwermetallvergiftung. Und ich habe ja eben schon mal erzählt, Krankheit entsteht ja dann vor allem, wenn wir Minusladung verlieren. Ob das jetzt durch jemand ist, der mich psychisch absaugt, im Grunde genommen, also meine DNA leer fegt, ja, die ja Wasserstoffbrücken und andere Bindungen macht mit Elektronen, die also Photonen, also Licht und Information enthalten, oder ob ich durch Elektrosmog irgendwas zerstöre. Zum Beispiel kann ich durchaus mit den heutigen Handys in 5 Minuten 148 Eiweißgruppen meiner zum Beispiel Blut-Hirn-Schranke zerstören, ist überhaupt kein Problem. Ja, da steigen natürlich massiv die Tumorraten an. Innerhalb weniger Minuten? Innerhalb von 5 Minuten. Innerhalb von also fünf das heißt, Minuten. Ich brauche mindestens 20 Minuten, um das zu regenerieren. Also 20 Minuten ohne Telefon. Ja, das ist nur ein Beispiel. Ja. Auch das weiß man offensichtlich lange noch. Also ich meine, klar. Mhm. Also es ist, ich sag mal, keine Spinnerei, wenn man sagt, dass das gesundheitlich ein Problem ist, sondern es sind Dinge, die wissenschaftlich auch alle komplett nachgewiesen sind. So ist es. Ja. Also mein Altvorderer, der Professor Hecht, der ja auch schon mehrfach zum Nobelpreis vorgesehen war, aber als Ostprofessor natürlich nie was bekam, ist auch Spezialist für genau diese Geschichte. Und der bekam mal von der Bundesregierung den Auftrag, die Strahlengrenzwerte von Fernsehern, von von Masten, von Telefonmasten oder von Handys zu vergleichen mit den Daten, die im amerikanischen oder im russischen Sprachraum sind. Und nach der Hälfte der Untersuchung, glaube nach 3 Jahren, ist das Gesamte komplett abgesagt worden. Er ist schwerst bedroht worden mit Mord, mit allem Möglichen, weil natürlich dann Daten aufgedeckt wird, die hätten nie aufgedeckt werden können. Und dem Rahmen hat dann damals sich noch das Deutsche Ärzteblatt dreist, dann zu behaupten, den Ärzten gegenüber, ja, die Strahlung macht überhaupt nichts. Ja. Parallel kam 2005 im amerikanischen Kongress, kam es zu schlimmsten Irritationen wegen Handystrahlung und so weiter, weil man nämlich nachweisen konnte, was da wirklich im Gehirn eigentlich passiert. Also der Herr Hecht hat nach diesen 3 Jahren oder innerhalb dieser 3 Jahre feststellen können, dass die Diskrepanz zwischen dem, was in Osteuropa oder in Russland sag mal zulässig ist und dem, was hier abgeht, gewaltig ist mit all den gesundheitlichen Problemen. Ja, also wir schießen hier locker das 5- bis 50.000-fache über die Normwerte hinaus. Ja? Das ist schon ganz gewaltig. Wenn man jetzt mal an alles mit offizieller Zulassung. Ja, klar. Ja. Man kann ja dann die Grenzwerte entsprechend anheben. Ja. Nee, das ist ja praktisch. Ja. An der Schraube kann ich so lange drehen, bis es wieder passt und alles unbedenklich ist. Das so findet ist ja an anderen Stellen genauso statt. Ja. Hast du ja beim Wasser, da fliegen einfach irgendwelche Messthemen raus und schon ist das alles wieder unbedenklich. Genau, ja. Das sind also auch Sachen, die wir unter anderem auch in dieser Redox-Analyse sehen können. Ja. Ja, wir haben hier zum Beispiel jemanden gehabt mit einer Schwermetallvergiftung, die ja dieses Hauptentgiftungsenzym des Körpers lähmt, das sogenannte Glutathion, das haben wir hier sogar gemessen. Ja, das sollte bei 540 liegen, lag noch bei 126. Und die Fähigkeit des Körpers, Radikale abzuschießen, die sollte bei 48 liegen, das war noch bei 11. Vielleicht mal eine ganz interessante Geschichte. Wir haben einen Genschalter, der unser Leben bestimmt. Ja, das ist das NRF2-Gen. Ja. Ich weiß noch nicht mal, was es eigentlich ausgeschrieben heißt. Das muss recht kompliziert sein. Mhm. So, und das heißt, der Körper hat die Fähigkeit, wenn dieses Gen aktiviert ist, eine Masse von Radikalen, die wir ständig im Körper bilden, bei der Energiegewinnung zu zerstören. Wenn das jetzt mal umrechnet auf das, was wir an Vitamin C essen müssten, ja, wenn dieses Gen nicht vorhanden wäre, dann müssten wir am Tag über 100 Tonnen Vitamin C essen, um Radikale zu entgiften. Da kann man mal sehen, was der Körper für ein Wunder wäre. Ja, natürlich, dass wir mit diesen paar Nahrungsergänzmitteln, von denen ich hier rede, wirklich nur einen ganz kleinen Teil machen können. Und das ist das Besondere an der Raumfahrt. Wir wissen, wo die Stellschrauben sind. Ja. Ja, es reicht nicht aus, nur hunderte von Präparaten zu essen, sondern ich muss wissen, an welcher Schraube ich eigentlich drehe, um die Regulation in den Griff zu kriegen. Ja? So, und das ist hier auch eines dieser Verfahren zum Beispiel. Der Mann konnte überhaupt nicht mehr laufen. Und wir haben unter anderem auch eine
Entgiftungsstabilität, das heißt die Fähigkeit zu entgiften, die sehr, sehr schlecht war, also unter 200, und die Werte sollten alle hier oben drüber sein. Im Plusbereich sein. Im Plusbereich. Ja, ne? Ja. Und nach nur 3 Monaten der Substitution konnte der wieder laufen und das Ganze war nahegehend normalisiert. Ja, wir haben jetzt hier noch einen viel aufsehenerregenderen Fall, eine Dame mit Brustkrebs, die relativ bekannt war. In Düsseldorf und man wusste nicht mehr, was man mit ihr noch machen solle. Die Werte gingen alle nach unten, also die konnte diese Plusladung nicht mehr ausgleichen im Grunde genommen. Und wir hatten ihn nach 4 Monaten bereits so weit, dass per CT und Kernspin und Tumormarker kein Tumor mehr feststellbar war. Und das Ganze dann hier nach 1,5 Jahren. Das heißt, bei uns bekommen alle Krebspatienten, auch alle Sportler, alle diese Redox-Analyse, weil wir natürlich alle diese Radikale bilden. Ja. Um mal das Sensationelle, das Besondere bei dieser Patientin ist, dass sie in diesem Stadium von der Schulmedizin zum Sterben nach Hause geschickt wird. Ja, richtig. Ja. Genau. Und am Ende des Tages der Behandlung hier ein völlig gesunder Mensch steht. Ja, die Fälle, die ich jetzt vorstelle, die haben alle parallel diese Redox-Analyse bekommen. Wir können es gar nicht leisten, darauf zu verzichten, weil das einfach so unglaublich genau ist und so große Erfolge hat. Ja. Vielleicht ein anderer Fall. Und zwar, es wird ja oft diskutiert, man könne an Schizophrenie nichts machen. Und ich kenne das ja leidlich, also aus meiner eigenen schulmedizinischen Laufbahn. Ich hatte auch schon entsprechend höhere Positionen in psychiatrischen Kliniken. Und ich habe immer nur diese Drehtürpsychiatrie erlebt. Ja, nichts anderes. So, das heißt, beim Schizophrenen wird ja diskutiert, es gibt viele, viele Gründe, aber der Hauptgrund soll angeblich sein, dass Dopamin sehr, sehr stark erhöht ist. Das muss man jetzt mit sogenannten Neuroleptika dann runterfahren. Das Problem ist aber, ich habe es am Anfang erwähnt, dass Dopamin einer der Hauptsteuerung der Steuerer des gesamten Systems ist. Das heißt, wir berauben diesen Menschen seiner kompletten kognitiven Fähigkeiten, also auch mit sogenannten atypischen Neuroleptika. Früher waren die Sachen ja noch schlimmer, also die schon ein bisschen selektiver wirken. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass man in der akuten Phase, wenn er jetzt droht, andere oder sich umzubringen, wenn er akut eigengefährdend ist, dass man natürlich solche Präparate braucht, keine Frage. Aber es darf keine Dauerstruktur sein. Ja? Also eigentlich das, was den Menschen nachher wieder zu einem komplexen Menschen macht, ist das, was ich, wenn ich das Dopamin runterfahre, ich auf die Art und Weise faktisch verhindere. Ganz genau. Was also auch nachgewiesen werden konnte, zum Beispiel von Bruce Lipton, der ja tolle Bücher geschrieben hat, ist, wenn wir einen Dopaminmangel haben, also dann bringen wir ihnen eine neue Angst. Also nicht nur die Angst, jetzt Stimmen zu hören oder sonst irgendwas, sondern mit dem Dopaminmangel nehmen wir ihm seine kognitiven Fähigkeiten, ne? Auch den Antrieb zum Beispiel, also auch die motorische Beweglichkeit. Ich weiß es selber, als junger Assistenzarzt habe ich noch überdosiert, dass die Leute dann motorisch völlig gebunden waren, also ähnlich wie ein Parkinson-Patient. Und das Schlimme ist, dass viele Schizophrene irgendwann, je nach Dosierung, durchaus auch einen Parkinson bekommen können. Ja? Und fast alle nach der Therapie, wenn sie einigermaßen wieder im Normalen sind, zumindest mal keine Stimmen mehr hören oder andere paranoide Phänomene haben, dass sie dann kaum noch in der Lage sind, den normalen Alltag zu bewältigen, weil sie voll in die Depression abdriften. Also das ist überhaupt nicht einfach zu bewerkstelligen. Die sind eigentlich gemartert und gemarkert für ihr Leben. Ja? Naja, die Überschrift ist, ich habe dann einen Patient, der dauerhaft Medikamente braucht. So ist es. Ja. Ja. Und das doch, ich meine, das ist genau das. Und das Schlimme ist, dass die Erkrankungshäufigkeit ja wirklich bei jungen Menschen liegt. Ne? Also so Anfang 20 bis 35 oder sowas in der Richtung. Das heißt, die haben ja gar keine beruflichen Chancen mehr. Ja. Ja? Wir haben Gott sei Dank einige andere Fälle, aber vielleicht mal einiges zu den Dingen, die man da in der normalen Medizin nicht beachtet. Also wir haben zum Beispiel die stärksten Frequenzen, die uns heilen können, bekommen wir eigentlich von der Sonne, das kann man sagen. Ja? So, auch die Sonne hat also Plus- und Minusladungen, schießt diese Ladungen, diesen Sonnenwind, mit fast 7 Millionen Stundenkilometer zur Erde. Zum Glück haben wir noch ein Erdmagnetfeld, das das Ganze abfangen kann, sonst würden wir ja verglühen. So, und dann gibt es aber nach diesem Magnetfeld gibt es ja noch die Ionosphäre, diese inneren Schichten hier bis 200 Kilometer, dort wo die ganzen Kapseln früher verbrannt sind. Ja? Das heißt, wir hätten dann immer noch einen gewissen Starkstrom, wenn wir die Sachen dann aufnehmen müssten, so wie sie eigentlich kommen, mit 1,4 Millionen Ampere.
mal ein paar Zahlen zu nennen, was das eigentlich bedeutet. Ja. So, und dann gibt es zum Glück diese unglaubliche Erfindung der Natur, nämlich etwa 2000 Blitze pro Sekunde weltweit. Ja. Es gibt ja solche Phänomene in Darwin in Australien, da kann man das jeden Mittag um 5 sehen, wie die Blitze runterkommen und wie die Luft entladen wird und wie es den Leuten wirklich merklich besser geht. Ja. So, das heißt, die Blitze setzen praktisch die eigentlich sehr positive Frequenz oder die Inhaltsstoffe der Sonne so um, dass wir sie quasi, jetzt kommt der entscheidende Punkt, in der mystisch auch sehr, sehr bekannten Zirbeldrüse umsetzen können. Und die hat nicht umsonst so eine herausragende Bedeutung. Ja? Diese Zirbeldrüse enthält Magnetkristalle. Diese Magnetkristalle sind plusgeladen und was wir an Informationen brauchen, ist Minusladung. Ja? Das heißt also Plus und Minus. Das heißt, wir haben ein Ansaugen. Die Zirbeldrüse enthält 5 Millionen Kristalle pro Quadratkubikmillimeter, während das andere Gehirn vielleicht 1 Million enthält. Und das Herz. Diese beiden Systeme nehmen praktisch diese Strahlung zum Beispiel auf. Und zwar vor allem um dann, wenn wir in der Natur sind, wird das also noch stärker reflektiert. Wenn wir jetzt aber Stresse zum Beispiel haben, Stresse führen immer zu Cortisonausstoß, dann wird diese Zirbeldrüse, so ein kleines Organ, praktisch mit einem Säurewall oder aber mit einem Cortisonwall umgeben und kann die Information nicht mehr aufnehmen. Also wir haben auch eine ähnliche Situation beim Fliegen, also quasi im Faradayschen Käfig oder im ICE oder U-Boot. Und wenn wir einen Haufen Stress haben, ja. Und dann müssen Ersatzzentren eintreten. Da gibt es also andere Organsysteme, der Thalamus, der versucht das dann hinzukriegen, aber das funktioniert nicht mehr. Also, nehmen wir mal an, die Zirbeldrüse nimmt das auf, dann schaffe ich es wirklich, die Systeme links und rechts des Gehirns zu synchronisieren. Wir haben das Phänomen beim Schizophrenen, das ist jetzt zum Beispiel ein EEG-Brainmapping. Ja, wir sehen hier zum Beispiel, dass das linke Gehirn komplett auffällig, chaotisch ist und das rechte ist ein bisschen geordneter, ja, in dem Fall jetzt. Ja. Es gibt Systeme, zum Beispiel wir haben jetzt eine spezielle Frequenztherapie, die wird in Klänge hineingebracht. Damit hatten wir auch 95 schon viele Wachkoma-Patienten bearbeitet und die sind dann besser oder wach geworden. So, und das heißt, werden diese Frequenzen werden durch den Stuhl eingeleitet oder durch diese Kopfhörer. Ja. Wir kennen von etwa 8500 Gewebshormonen die Frequenzen, die praktisch diese Hormone schaffen. Ja. Und können das in relativ kurzer Zeit in ein normales Bild hineinkriegen. Also das ist eine Schizophrenie-Patientin zu dem Zeitpunkt vorher, der Anamnese und nachher, nach der Behandlung. Nach 6 Wochen. Ja. Nach also 6 Wochen. Das geht relativ schnell. Ja. So, und man sieht also, wie das ausgeglichen ist. Das heißt, wir bearbeiten sozusagen damit gezielt die Zirbeldrüse. Wir können diese Klänge auch gezielt in die verschiedenen Hirnteile hineinstreuen. Der Klang ist ja nur der Träger und die Klangbahnen im Gehirn sind doppelt geschaltet. Natürlich kommen auch andere Systeme dazu, die es dann auch wiederum machen, um das Ganze auszugleichen. Wir haben ähnliche Effekte auch bei Epilepsie-Patienten, ja, die jahrelang mit Antiepileptika behandelt wurden, die ein extremes Ungleichgewicht im Gehirn haben. Oder Kinder, die Wachstumsstörungen oder Lernstörungen zum Beispiel haben. Ne, man kann die sogenannten Ordnungsschwellen, die darüber entscheiden, welche Schulform hat das Kind eigentlich oder besucht es, kann man so bearbeiten, dass die Informationsaufnahme viel, viel einfacher wird. Ja. Hast du da eine Situation, wo eine Rückfallgefahr besteht oder ist das wirklich dann mit einer Nachhaltigkeit? Also wir haben verschiedene, interessant war das ja bei den Studenten, das hat man ja wirklich gesehen, die in psychiatrischer Behandlung seit Jahren teilweise waren, die ihre Abschlüsse überhaupt nicht mehr geschafft haben. Ja. Und obwohl die natürlich, ich habe ja eben schon mal erzählt, wir brauchen zwar Nahrungsergänzmittel, aber irgendwann nicht mehr in der Menge, ja, um diese ganzen Ströme aufzubauen oder den Körper zur Selbsthilfe zu bringen. Aber parallel ist das Interessante, dass unsere Zellen die Gesundheit konditionieren können, genauso wie sie natürlich Krankheit konditionieren können. So, das heißt, die Leute bleiben auf Dauer wirklich gesund. Ja. Ja. Und haben dann quasi ihre Examen wieder geschafft konnten dann weitermachen. Ja. Und gesund, ohne dass es irgendeine Notwendigkeit gab, noch Psychopharmaka? Überhaupt keine. Überhaupt gar nichts alle mehr. Alle abgesetzt. Alles weg. Ja, alles mit weg. Wesentlich besserem, klarem Denken. Ja. Ja. Ja, der Schizophrene hat ja keine wirklich gute Perspektive in der Schulmedizin. Also das, wir blockieren ja nur damit, aber wir gleichen ja nicht wirklich aus. Ja, wobei natürlich schon modernere Bestrebungen gehen schon dahin, also auch so eine Art Psychorenovierung zu machen, indem man alte Traumata versucht nochmal auszugleichen und so weiter. Aber wir verändern nicht wirklich was an den Konstellationen. Vielleicht noch ein paar andere Behandlungsfälle. Wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, über dieses Gleichgewicht zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Und eine der
großen Probleme, gerade bei Managern, ist natürlich auch der Bluthochdruck. Ja, die vielen Plaques in den Gefäßen, vor allem auch in den Halsgefäßen, dann zerebrale Veränderungen, nicht mehr denken können und so weiter. Vielfach kommt das auch nach dem sogenannten Burnout. Und wir haben zum Beispiel in zwei Zentren mit anderen Partnern zusammen 320 Patienten untersucht, die seit Jahren Bluthochdruckpräparate, die auch Schlaganfall bedroht waren, die Antiherzrhythmuspräparate bekommen und ähnliche Dinge. Und die mussten also drei verschiedene Präparate nehmen. Es war also schwierig, diese ganzen Personen überhaupt zu bekommen, die so schwer krank waren. Das ging teilweise auch schon los, erstaunlicherweise. Der jüngste Patient war 19 Jahre alt. Gut. Also bis zum Alter von 83 Jahren. Ja, ja. So, und die sind dann mit diesen uns gegebenen Verfahren bearbeitet worden, vor allem aber speziell jetzt mit Nahrungsergänzmitteln, damit es auch vergleichbar in den anderen Zentren waren. Das war einmal ein Teil in der Uni Frankfurt und ein Teil im Zentrum für biologische Probleme in Moskau. Ja, wir haben die Ergebnisse dann zusammengeführt über Kuchera. Und das Erstaunliche war, wir haben ja bestimmte Messsysteme, dass der entscheidende Wert, die sogenannte Standardabweichung, dass die am Anfang bei allen Patienten relativ schlecht war. Das heißt, die muss einen bestimmten Wert erreichen, um in einen Ausgleich dieser beiden Sympathikus-Parasympathikus-Systeme zu kommen. Ja? So, und nach 90 Tagen hatten wir alle so weit, dass keiner mehr einen messbaren Bluthochdruck hatte, Herzrhythmusstörung oder ähnliche Geschichten. Ja? Wir haben dann damals versucht, das Ganze dann auch mit der Unterstützung der TU Berlin im Ärzteblatt zu veröffentlichen. Es gab die massivsten Widerstände. Kann man sich ja vorstellen, warum eigentlich. Das heißt, die Leute brauchten keinerlei weitere medizinischen typischen Behandlungen mehr und schon gar keine Medikamente mehr. Und die ja. Presse, die über dieses Thema hätte, also die Fachpresse hätte ja. berichten können, ja. Hat sich da verweigert. Wir haben das hochwissenschaftlich wirklich geliefert ja. und ja. aufgearbeitet. Ja. Ja. Ich habe da noch eine Arbeit drüber geschrieben und alles Mögliche, aber das ist einfach nicht gewollt. Ja. Ja. Das ist jetzt auch so ein Zeichen. Wir haben jetzt hier einen anderen Menschen gehabt, das war, mit diesen Erkrankungen kann man ja sehr gut arbeiten, weil die vor allem durch diesen Parasympathikus dominiert sind. Ich spreche jetzt von den allergischen Erkrankungen. Ja? Diese Mastzellen, die diese Allergien machen, die platzen vor allem dann auf, wenn wir einen massiven Mangel an Adrenalin haben, ja? Wenn wir einen Mangel an Cortison zum Teil haben, einen Mangel an Vitamin C und E. So, und kaum habe ich das in ausreichender Form hergestellt, na, eventuell noch ergänzend jetzt mit diesen Frequenzgeschichten, die wir noch bearbeiten, dann können auch so schwere Erkrankungen wie dieser junge Mann hier geheilt werden. Das war ein 17-jähriger Schüler, der nicht mal mehr zum mündlichen Abitur nach draußen wollte, weil er einfach voll übersät war mit einer schweren Neurodermitis bis hin zum Knochenfraß, kann man sagen. Der ist auch nie mehr krank geworden. Ich habe eben schon mal die Frage beantwortet, kommt das dann wieder? Ja, Nachhaltigkeit, in allen genau, möglichen ja. Kliniken behandelt ja, worden. Ja. Ein anderer interessanter Fall, der auch durch die Presse ging, war dieser 5-jährige Junge. Wir haben auch die ganzen schulmedizinischen Parameter gemessen. Also es war eine schwerste Nierenerkrankung. Und die Nierenerkrankung wird auch danach bemessen, wie viel Eiweiße werden denn ausgeschieden. So, und wir brauchen ein Gesamteiweiß, damit überhaupt das Immunsystem, die Muskulatur arbeiten kann, von nahezu, ja, sagen wir mal, es gibt dann einen Parameter von 60. Ja? Mhm. Der Junge fing hier an mit unglaublichen 20. Ja, gleichermaßen war auch das rote Blutbild ganz schlecht und hatte schwerste Allergien. Er musste die Treppen hochgetragen werden vom Vater und war eigentlich am Ende. Dann kam noch eine Depression dazu, also ein Ding zum anderen. Ja. Dann hat man ihn natürlich typischerweise mit Cortison-Stoßtherapien wochenlang bearbeitet. Dann kam noch ein anderes Ding dazu. Der Oberarzt hat dann in der Uniklinik dann erzählt, du wirst jetzt noch ein halbes Jahr leben, mehr gebe ich dir nicht mehr, weil er auch nicht bereit war, sofort dann die Dialyse zu akzeptieren, ja, und das dem Kind erzählt. Das war wirklich fanatisch. Der lief dann auch mit dem Sonographiegerät, mit einem tragbaren Sonographiegerät zu uns in die Klinik, um dann zu kontrollieren, ob die zerklüftete Niere wieder eine normale Form bekommen sollte. Nur nach 3 Monaten kam er nicht mehr. Ja. Mittlerweile sieht der Junge also so aus, er ist der beste Sportler seiner Schule. Er hat uns hier demonstriert, was er jetzt für ein Gleichgewicht hat, indem er also über so ein schmales Geländer balanciert ist. Es macht natürlich dann auch Spaß, sowas zu sehen. Ja. Wir haben hier einen anderen schweren Fall. Das ist eine sogenannte Kardiomyopathie. Ja. Eine Erkrankung, bei der das Herz eigentlich immer größer wird, immer größer. Und zwar aus dem Grunde, wenn
zum Beispiel die Arterien zunehmend verschlossen sind mit Plaques, ja, dann versucht das Herz das zu kompensieren, indem es einfach Muskelmasse nach außen bildet. So, und bei diesem Menschen war das so, dem hat man erzählt noch, ich weiß gar nicht, wie diese Aussagen alle kommen, ich gebe dir maximal noch 3 oder 4 Monate so ungefähr, weil die Plaques in den Gefäßen zunahmen. Ja, war bei ihm ja die Familie familiär auch disponiert. Das also, kommt noch dazu. Ja. Das heißt, er hat auch noch eine schwere genetische Erkrankung gehabt. Der Vater ist in der gleichen Erkrankung gestorben und der Bruder. Er selbst hatte einen schweren Schlaganfall zu dem Zeitpunkt, hatte aus dem linken Auge kaum noch was gesehen. Ja, ist dann höchst depressiv, kam er dann zu uns, wussten auch nicht, kriegen wir das jetzt hin oder nicht. So, wir haben dann instinktiv aber trotzdem mal das Gefühl, gab, jetzt lassen wir den mal messen, echokardiografisch, und dann hat man dann gesehen, am Anfang die Gefäßstärke 1,2 mm, viel zu hoch, das kommt noch was geflossen, voller Dreck sozusagen, und nachher war das überhaupt nicht mehr messbar, jetzt läuft der Triathlon. Jetzt läuft der Triathlon. Ja, seit Jahren. Man darf auch nie glauben, dass man zum Beispiel Organsysteme nicht reparieren kann. Ja, wir haben hier zum Beispiel eine Dame, die hatten wir leider nicht lange genug in Behandlung aus dem Augsburger Raum. Die hatte nach einem chirurgischen Fehler, der dann Kleber in den Kleinhirnarterien wohl vergessen hatte, bei einer Bagatell-OP, einen schweren Kleinhirninfarkt gehabt. Das sind somit die schlimmsten Fälle. Das heißt also, die ganze linke Seite war also gelähmt. Man sieht also, wie der Mund hier auch herunterhängt. Man sieht also hier zum Beispiel, der Nervus facialis, der siebte Hirnnerv, ist hier überhaupt nicht mehr aktiv. Die hatte mehrere Augen-OPs, weil das Auge sich weder schließen noch öffnen ließ. Ja. Und hatten ja eigentlich nur 3-4 Mal in Behandlung. Hier sieht man also deutlich, wie der Nerv eigentlich wieder kommt. Ja? Also das ist durchaus regenerierbar. Ja? Man muss aber dann die Stammzellen aktivieren. Ja? Vielleicht ein anderes Beispiel aus der, interessante Beispiel aus der Tumortherapie. Ja? Vielleicht zunächst mal Folgendes. Und zwar, um diesen Sympathikus oder Parasympathikus entsprechend auszugleichen, brauche ich natürlich Schlaf. Ja. Schlaf ist was ganz, ganz Wichtiges. Man muss sich mal vorstellen, dass wir auch dieses Schlafhormon, das in der Zirbeldrüse gebildet, dieses Melatonin, geht wirklich drastisch nach unten ab dem 30. Lebensjahr. Ja? Und das heißt, wir kommen in diese mittleren und vor allem in diese tiefen Schlafphasen, das sind die richtigen Regenerationsphasen, kaum noch hinein. Das heißt, hier bilden wir eigentlich das Adrenalin und Dopamin und das Wachstumshormon und die Verjüngungshormone, nicht hier oben, in der Aufwachphase. Ja. Was noch ganz, ganz wichtig ist, ist die Traumverarbeitung, die wird hier in diesen Rapid Eyes Movement, also in diesen Traumphasen, die zum Morgen hin, wie man hier sieht, zunehmen, etwa alle 1,5 Stunden gemessen. So, wenn ich jetzt Folgendes mache, das sind also auch Untersuchungen von Hecht, der Tausende von Menschen gemessen hat, der das jetzt einfach mal exemplarisch gezeigt. Hier sehen Sie zum Beispiel, das ist jetzt jemand, der im Vollbesitz seiner Kräfte Adrenalin und Wachstumshormon und bilden kann, der auch seine Traumata losbekommt, ja, weil Traumata... Das ist wichtig in dieser Rennphase zur Verarbeitung von Traumata. Ganz richtig, genau. Es gibt zwei, wenn wir schon dabei sind, zwei amerikanische Untersuchungen, die sind sehr spannend, von der Southwestern und der Stanford University. Und die haben wirklich nachweisen können, dass Krankheiten nur dann und wirklich nur dann entstehen können, wenn wir Traumata nicht verarbeiten. Ja, das heißt, und viele Traumata haben wir überhaupt, sind es ja völlig unbewusst. So, und diese Traumata machen, jetzt kommt's, pathologische Zellbilder, und zwar in jeder Zelle, nicht nur im Traumazentrum im Gehirn. Ja? Und die sorgen dann, wir konnten das in der Raumfahrtforschung auch, haben wir es von den russischen Wissenschaftlern übernommen, auch nachweisen, dass zum Beispiel, wenn ich ein Trauma habe, wir haben ja ganz am Anfang von diesem ATP, von diesem Energiestoff gesprochen, sozusagen der Sprit, damit wir überhaupt laufen können. Ja? Selbst wenn der Mensch vorher 80% hatte und bekommt jetzt eine tragische Nachricht, ja, dann saust der wegen der hohen Geschwindigkeit im Körper ungefähr in 0,4 Sekunden auf etwa 20% ATP, also Energiestoff, runter. Das heißt natürlich, bei den extrem hohen Geschwindigkeiten des Körpers reicht das dicker aus, um sofort Krankheiten zu konditionieren. Ja. Der kommt zwar wieder hoch, ja, aber in diesem Wellental oder auch wieder umgekehrt. Ja? Und das, und man erzählt natürlich dann, da können wir nichts mehr tun. Natürlich, wir können immer was tun. Ja. Und das hat dann dramatische Auswirkungen, manchmal für ein Leben lang. Ja? Es laufen zum Beispiel im Rückenmark, das total unterschätzt wird, laufen gewaltige ATP-Bahnen, also Energiebahnen, ja, durch das Myelon. So, und das heißt also, wenn wir entsprechend starke Traumata haben, fängt das Ganze meistens dort in den
Punkten an, die extrem dünn sind, also eine Halswirbelsäule bei Mann und Frau. Und dann geht es meistens dann in die Lendenwirbelsäule und dann geht es in das Organsystem. Also das ist eine spannende Geschichte. Ja? Und das ist ein wichtiger Faktor in der Verbindung mit dem Thema eines gesunden Schlafes. Ja, auch. Okay. Ja? Okay, ja. So, wenn ich jetzt Chemotherapeutika gebe, die ja die Mitochondrien vernichten, wie wir wissen, ja. Dann haben wir zum Beispiel sowas hier. Das war jetzt eine Woche. Wir sehen also, dass weder die Traumphasen ausreichend ausgebildet sind, noch dass diese Tiefschlafphasen, die der Regeneration dienen, eigentlich die finden ja kaum noch statt. Ne? Die finden kaum noch statt. Ja, ja. Wenn wir uns jetzt mal nach zwei Wochen anschauen, ist es eigentlich noch dramatischer. Ja? Ich meine, wie soll denn ein solcher Mensch regenerieren? Gesund werden. Das ist ja kaum möglich. Ja. Selbst nach zwei Jahren, nach OP und Chemo, haben wir immer noch ganz, ganz kurze Traumphasen. Und diese Schlafphasen der Regeneration sind eigentlich nur ganz, ganz kurz. Ja. Wenn du das jetzt mal vergleichst mit dem Ausgangs, also so sollte es sein. Ja. Ja. Aber noch dramatischer ist ja die REM-Phase, die hier überhaupt nicht mehr stattfindet. So ist es. Ja. Ja. Wenn wir uns bedenken, wie wir vorhin gehört haben, dass die Emotion eigentlich entscheidend dafür ist, ob wir uns die gesund machenden minusblankschen Körper mit Informationen reinladen oder die plusgeladen. Da kann man sich vorstellen, dass der hier das überhaupt nicht mehr kann oder kaum noch. Und dann wundert einem diese 2,1% Überleben innerhalb der ersten 5 Jahre oder nach über 5 Jahre dann auch nicht weiter. Das ist richtig. Das ist völlig klar. Ja. Ja. Interessante Sache ist, dass wir wirklich, man kann den Körper wirklich als Stromsystem eigentlich sehen, als System, das ständig Ladungen verschiebt. Genau wie den ganzen Kosmos oder die ganze Erde. Ja? Und es ist eigentlich so, dass wir nur dann gesund sein können, wenn wir genügend Strom haben. Ja? Es ist also so, dass die normale Zelle ständig, zum Beispiel Plusladungen, in dem Fall jetzt nehmen wir mal an Kalium, hier haben wir dann auch Minusladungen drin, aus der Zelle rausschiebt, aber das Ganze ist energieabhängig. Wir brauchen Energie dafür. Es gibt eine sogenannte Kalium-Natrium-Pumpe. Hier außen ist mehr Natrium. Ja. So, und das heißt, das Kalium kommt hier raus. Man kann sich ja vorstellen, wie das dann aussieht. Dann haben wir, hier hatten wir jetzt noch 3 Minus, hier hatten wir 3 Plus. Jetzt kommt ein Plus hier raus, aus der Zelle heraus. Das heißt, wir haben jetzt hier nur noch 2 Plus und haben 3 Minus. Das heißt, wir haben eine verstärkte Minusladung. Und das ist die Grundlage, damit überhaupt Strom in der Zelle entsteht. Man nennt das auch Aktionspotenzial. Also das könnten wir überhaupt nicht leben. Mhm. Ja? Diese Sache kostet uns bis zu 50 und noch mehr Prozent Energie, um diesen Strom überhaupt zu erzeugen. Selbst die Wasseraufnahme, das ist noch nicht lange bekannt, ist energieabhängig. Das heißt, wenn wir den Verdurstenden in der Wüste jetzt volllaufen lassen würden mit Wasser, ohne Elektrolyte oder irgendwas, hätte der kaum eine Chance. Ja? Der hat die Kraft überhaupt nicht mehr, das Wasser in die Zelle hinein zu transportieren. Ja? So, und die Voraussetzung aber, damit die Zelle arbeiten kann, ist also, wie gesagt, eine Minusladung. Der normale Mensch, der schafft es hier, minus 40 Millivolt hinzukriegen und dann rauscht das ab und der kann sich bewegen und die Muskulatur bewegt sich und die Eiweiße nähern sich einander an und was auch immer. Ja? Der Tumorpatient schafft das aber nicht mehr, weil der zerrissene Zellen hat. Ja, das sieht dann ungefähr so aus. Oder der maximale Entzündungspatient, der schafft diesen Strom hier nicht mehr. Na, das heißt, der liegt praktisch hier oder hier irgendwo. Und dann muss ich diese Tumorzelle natürlich Ärmchen schaffen, das heißt Arterien, um dann gesunde Zellen abzusaugen, die dann irgendwann diesem gleichen Schicksal anheimfallen. Ja, das kann man zum Beispiel mit radonbeladenem Sauerstoff, das sind österreichische Untersuchungen, sehr, sehr schnell in den normalen Zyklus wieder hineinbekommen. Das machen wir also auch. Ja. Oder ein uraltes Mittel, das in Russland Furore gemacht hat, sind die sogenannten Zeolithe. Die sind einzigartig. Ja, ich zeige mal gleich die Ergebnisse. Yeah, okay. Ja, das sind eigentlich nur Silikate. Ne? Früher hat man ja in der Naturheilkunde auch von Acker-Schachtelheim oder Zinnkraut gesprochen, Silizium. Ja. Das heißt also, die sind in der Lage, dieses Pulver, diese Elektrolyte, Natrium, Kalium, Calcium und so weiter zu fassen. Wir nehmen normalerweise, weil wir alle unsere kaputte Zellmembranen haben, vielleicht maximal 4% nur auf. Das ist unglaublich wenig an Mineralien, wenn man bedenkt, dass der Zellstrom überhaupt nur hiervon abhängt. Ja, auch die Regeneration der DNA oder Enzymbildung oder was auch immer. Ja, und schaffen dann eine Veränderung bis auf 80% plötzlich, nur durch Gabe der Zeolithe. Ja, das heißt, wir stellen praktisch den Zellstrom wieder her, also die Natrium, Kalium, Calcium und so weiter wird hier eingeschlossen, wird in die Zelle hineingedrückt. Und das Schöne ist, das, was das Immunsystem kaputt macht, Schwermetalle und ähnliche Stoffe, werden im Co-Transport ausgeschieden.
Ja? Das hat eine gewaltige Veränderung. Hier sind Untersuchungen, die man in dem damals doch sehr, sehr armen Jugoslawien gemacht hat. Wir waren in einigen Versuchen, waren wir mit dabei, aber im neurologischen Bereich. Ja? Und auch die TU Berlin damals. Und man hat den Leuten nichts anderes gegeben als nur diese Zeolite. Ja, wenn man bedenkt, dass bei Hirntumoren in dieser Phase die Überlebensrate, die Überlebenszeit vielleicht bei 7 Monaten liegt. Ja, und von 21 Patienten, die diese Zeolite genommen haben, die kann man eigentlich sehr gut essen, also mit Wasser oder mit Saft oder sonst irgendwas, nach 5 Monaten von 21 nicht alle tot waren, sondern 14 Patienten überhaupt keinen Tumor mehr hatten. Ja. Und nur 7 gestorben. Oder ganz dramatisch ist es auch bei den Lungentumoren. Es gibt in Deutschland, sehr gut bekannt, diese kleinen und großzelligen Bronchialtumore, Überlebensraten zwischen 3 und 6 Monaten. Das ist fatal. Ja? Und es sterben von 40 Stück nur ein einziger. Das heißt, 39 überleben das. Ja. Das sind Erfolgsraten. Ja, ja, wahrlich. Oder Darmtumore, die ähnlich schwer zu behandeln sind. Ja? Also Kolon- und Rektumkarzinome, normalerweise nur mit OPs und allem möglichen. Die hatten das Geld überhaupt nicht dazu. Die haben den Zeolithen gegeben, bis zu 10 Gramm am Tag. Ja? Von 53 haben dann praktisch in 5 Monaten 49 keinen Tumor mehr gehabt. Das ist das nur mal am Rande. Ja, also was eigentlich geht, ist der Hammer. Wenn wir von den Patienten, das Spannende ist ja, dass es auch dem ganz normalen Menschen hilft oder Menschen, die besonderen Belastungen wie Sportler ausgesetzt sind, auch da schüttest du etwas Wermut in den Wein, dass Sport an sich gesund ist. Auch das muss man, glaube ich, etwas differenzierter betrachten. Ja, ich wollte vielleicht noch eine Sache ganz kurz zu den Hirntumoren zeigen. Unbedingt. Ich habe schon so viele kranke Kinder gesehen, wo ich damals als Neurologe in meiner Assistenz oder Oberzeit einfach nichts mehr tun konnte. Ja. Ja? Wir haben hier zum Beispiel an den Jungen, da komme ich zu den Sportlern, ja? Das sind die gleichen Mechanismen. Ja. Immer, ja. Ja? Der hatte schon 2 Operationen, hatte Chemo und Bestrahlung. Ja? Und also das Tumor, ist der Hirntumor hier. Ja. Und man sieht, also der Hirndruck ist hier erhöht. Ja? Das heißt, der Tumor hat ja keinen Platz im Gehirn. In der Regel sterben die Kinder oder Erwachsenen nach 6-7 Monaten beim Glioblastom. Es gibt verschiedene Grade, also vor allem 5 und 6. Ja? So, und hier ist noch die OP-Narbe von damals und das Ding ist trotzdem hier schon wieder nachgewachsen und hier schon wieder, also äußerst fatal für Kind und Eltern, kann man sich natürlich vorstellen. Das Kind sah auf dem rechten Auge überhaupt nichts mehr. Das sind sogar 2 Tumore jetzt schon. Wieder nachgewachsen. Ja, und das ist das übliche Schicksal. Ja, ja. Also wobei, man hat im Gehirn ein sogenanntes Ventrikelsystem, das heißt also ein Liquorsystem für den Durchfluss des Gehirnes So, das ist total abgequetscht. Auch das Kleinhirn, das für die Koordination verantwortlich ist, ist hier abgequetscht. Ja. Hier sieht man die Behandlung nach nur 2 Wochen. Also das Kind kam erst im Januar, also das Ende Januar, glaube ich. Ja. Man sieht also schon, wie das Ventrikelsystem, das Wassersystem im Kopf wieder normalisiert. Man sieht das also auch hier und hier auch. Man sieht auch, dass der Druck hier oben die ganze Ausbeulung ist weg. Die ganze Ausbeulung. Ja. Man sieht, dass das hier durch normale Hirnmasse wieder verschlossen ist und dass der Tumor eigentlich schon komplett weg ist. Und der natürlich kleiner. Ja. Ja, also das Kind ist dann immer gesünder geworden. Also das ist durchaus machbar. Ja, man ist also diesen Sachen nicht wirklich ausgeliefert. Hilflos ausgeliefert. Ja, auch bei Kindern ganz oft die akute myeloische Leukämie hatten wir auch einen ganz schlimmen Fall, der in 2 Wochen, obwohl er eigentlich nur noch 3 Wochen leben sollte, wieder normalisiert war. Ja. Jetzt mal zu den Sportlern. So. Hier. Also die Spannende jetzt bei dem Thema ist ja, dass die Belastung durch das Thema Sport zwar bei aller gesundheitlichen Aussage, aber eben auch eine andere Seite der Medaille hat. So ist es, genau. Also ich habe das ja selbst erfahren als ehemaliger Leistungssportler am Hochsprung, bin die Hüfte kaputt gesprungen, hat man mir auch erzählt, du brauchst jetzt eine neue Hüfte oder irgendwas. Das ging vielen, vielen Kollegen von mir ähnlich. Ja. Und das ließ sich eigentlich sehr gut regenerieren. Ja, das heißt, so bis hin zum normalen Knorpelwachstum. Aber es ist ja so, dass Sportler natürlich aufgrund der enormen Stoffwechselleistung, wir haben jetzt hier zum Beispiel jemand, das war damals Rainer Schüttler, der doch sehr, sehr bekannt war, maximal versäuern. Versäuerung ist ja nichts anderes als eine massive Radikalbildung im Grunde genommen. Ja, ja. So, und die versäuerten Zellen, die bilden einen Säurewall außenrum und können nicht mehr ernährt werden. Das heißt also Natrium, Entschuldigung, also das heißt also Sauerstoff und Zucker kommen kaum noch hinein. Ja?
Wir haben natürlich Tricks, wie wir das dann trotzdem hineinkriegen. Ja, mit Zuckern, die insulinunabhängig hineingehen. Und noch verschiedene andere Sachen, also auch mit Schwefel kann man da arbeiten, um die Zellen wieder zu regenerieren. Aber jetzt mal grundsätzlich haben wir dieses Problem. Ja? Das wird in unseren Messsystemen auch so dargestellt. Wir sehen also, dass der völlig rot hier ist, das heißt also voll versäuert. Normalerweise müsste er in diesem grünen Bereich sein, das also etwa hier. Ja? Und dort oben steht er eigentlich. Das heißt, er kam nach den Australian Open zurück, war völlig am Ende, konnte die Schlaghand überhaupt nicht mehr bewegen. Und wir haben ihn dann wieder hingekriegt. Ne? Es ist dann wieder besser geworden. Jetzt eine andere Geschichte. Je mehr Stress wir eigentlich haben, das heißt also vor allem sind da ganz stark betroffen auch die 100-Meter-Läufer oder die Leichtathleten, die 400-Meter-Läufer, bilden enorm viele Radikale. Ja? Und je mehr Radikale wir bilden, also über eine bestimmte Menge hinaus, desto schwächer wird das Immunsystem. Ja? Das heißt also, beim moderaten Sport geht es im Immunsystem hier unten relativ gut. Ja? Kaum kommen wir in einen sehr intensiven Sport, steigt die Anfälligkeit der Infektionserkrankungen. Ja. Ja. Das heißt also, flottes Gehen von 40 Minuten bringt wesentlich mehr als jetzt ein Marathonlauf oder eine Stunde laufen oder sowas. Ja. Ja. Wir kriegen das nicht mehr zurück. Es gibt eine Langlebigkeitsstudie, die das eindeutig belegt. Wenn ich ab dem 30. Lebenslauf jeden Tag eine Stunde arbeite, ich kriege keinen einzigen Tag mehr zurück im Nachhinein. Ja. Das sind ganz andere Prozesse, die da eine Rolle spielen. Und wenn ich jetzt mal die ganzen Fußballer sehe, die alle diese Wahnsinns-Knieprobleme schon mit Mitte 20 haben, und ich meine, die Beine sind ja das Kapital dieser jungen Sportler, die werden ja zerbrochen, weil keine Methode da ist, auch wenn man es gerne würde, um das entsprechend auszugleichen. Ja, wir haben hier typische Fälle. Also vielleicht fange ich jetzt mal mit Bärenbruch an. Das war ja eine hochspannende Geschichte. Er kam zu uns, das war 10 Kämpfer, also, ne? 10 Kämpfer, der besten Deutschen zurzeit. Ja. Ja. Mit einem massiven Schaden in der Plantarsehne. Das heißt, er konnte überhaupt kaum noch springen. Der war also im Fuß. Im Fuß. Das heißt, er war eigentlich am Ende seiner Karriere. Ja. Und wir haben den eigentlich in relativ schneller Zeit wieder hingekriegt. Er war zum Glück auch sehr ehrgeizig. Es macht richtig Spaß, Sportler zu therapieren, weil die Zellen sind sehr reaktionsschnell. Ja. Und mit dem Ergebnis, ich meine, der war dann vor, ich glaube 2012 war er dann schon wieder Europameister in Helsinki zum Beispiel. Ja, ist nur nervlich versagt bei den Olympischen Spielen, aber eine enorme Karriere, nachdem das Ganze schon fast am Ende war. Ja. Ja? Oder wenn wir die berühmteste Sportlerin sehen, die Natascha Bedman war, glaube ich weiß nicht wie oft, Weltmeister im Duathlon, im Triathlon, hat, glaube ich, etliche Male Iron Man gewonnen, kam dann letztes Jahr zu uns völlig am Ende, nachdem das Immunsystem zusammengebrochen war. So hat sich das auch gefühlt, hat sich in Rekordzeit erholt und hat dann Leistungen gebracht, die noch nie eine Frau in diesem Alter gebracht hat bisher. Ja. Mit fast 50. Mit 48 Jahren. Ja. Ja, also ganz enorm. Ja. Und reist jetzt schon wieder zum Triathlon nach Südafrika, ne? Also auf der Bestsellerliste. Es ist unvorstellbar. Ja? Das heißt, wir können natürlich das Lebensalter ausdehnen, auch bei Sportlern, wenn wir bestimmte Prinzipien der Natur einhalten und die Natur unterstützen. Ja, ja. Ja? Hast du noch eine Rennfahrerin, die ist... Genau, die Milka Duno. Ja. Genau. Also Milka Duno war völlig am Ende und die war bei dieser Indica-Serie doch weltbekannt und ist plötzlich dann ins Hintertreffen gekommen. Man muss sich vorstellen, die fahren 750 PS und stärkere Boliden. Sie hat mir erzählt, sie treten in einer Stunde 15.000 Kilogramm an Gewichten, also Gas, Bremse, Kupplung und so weiter, haben alles hoch trainiert, sowohl im Beinbereich als auch hier wegen der Fliehkräfte im Nackenbereich. Das heißt, das alles ist eine ganz andere Nackenmuskulatur. So plötzlich, ja. Alles entscheidet sich praktisch in den ersten Sekunden des Startes. Ja, und wenn da natürlich die Konzentration, Gedächtnis nicht entsprechend ist, die hatte sogar schon Rhythmusstörungen, ein komplettes Burnout, die wollte eigentlich aufhören. Ja. Die war, und das ging in Rekordzeit, also wirklich, ich glaube, im halben Jahr stand die auf Nummer 1 der Weltrangliste. Mhm. Ja, wurde dann auch Fotomodell und eine ganz interessante Geschichte. Ja. Also, ich sag mal, die Lehre ist, das finde ich spannend, dass du darauf achten musst, dass eben der Sport nicht sich letztendlich ins Gegenteil verkehrt und den Menschen aufgrund der Belastung nachher eher krank denn gesund macht. Und auf der anderen Seite, also es gibt ja berühmte Geistheiler, die sagen, unheilbar gibt es nicht. Ich finde es ein Phänomen, wenn man all diese Beispiele sieht. Du wirst es wahrscheinlich in der Form nicht unbedingt sagen, aber es ist eine
tolle Botschaft, was alles machbar ist, wenn ich nur einfach die richtigen Instrumente Ich darf vielleicht anwende. Jetzt noch einen erwähnen, den ich sehr verehre, das ist Dean Ornish. Dean Ornish ist eigentlich ein Ernährungsphysiologe, der Furore damit gemacht hat, dass er 30.000 schwer kranke Herz-Kreislauf-Kranke therapiert hat in, ich glaube, über 50 Nationen. Ja, man kann also nicht mehr sagen, das ist jetzt Hokuspokus oder irgendwas. Er hat im Prinzip vier Dinge, die das Ganze verändern. Das eine war die Ernährung. Das zweite waren ganz wichtig soziale Kontakte. Ohne die bilden wir kein ausreichendes Wachstumshormon. Ja. Das dritte war Bewegung. Er sprach nicht von Sport, er sprach von Bewegung. Ja. Und das vierte auch ganz wichtig waren mediale oder mentale Verfahren. Ja. Er hat bei Tumorpatienten, die ein schweres Prostatakarzinom hatten und also schon voller Metastasen waren, ja, eine Verbesserung innerhalb eines Jahres von über 70% erreicht mit einer Kontrollgruppe, die dann sogenannt palliativ sich dann weiter operieren ließen und behandeln ließen. Bei diesen 30.000 Herz-Kreislauf-Patienten, das war so ungeheuerlich, dass man ihn natürlich massiv bekämpft hat. Er konnte das alles nachweisen, hat ja 95% Heilungsraten gehabt. Ja? Also man muss nur wissen, wie das Ganze eigentlich geht. Natürlich brauche ich Bewegung, ja? Aber ich muss wissen, in welchem Maß oder in welchem Rahmen ich das eigentlich mache. Und deshalb brauchen wir Messsysteme. Und das hat natürlich dann vorbildlich die Raumfahrt zur Verfügung gestellt. Ja. Jetzt sind wir ja mit dem, was du bislang erzählt hast, noch nicht am Ende, sondern du kannst noch zwei draufsatteln. Wir haben jetzt Behandlungserfolge in dramatischer Form. Jetzt ist aber, darauf hast du ja schon noch hingewiesen, ein Problem, was ein klassisch traditionell menschliches Schicksal ist, der Alterungsprozess etwas ist, was wie ebenfalls traditionell unumkehrbar ist. Natürlich ist es das Schicksal eines jeden Menschen, der geboren wird, auch zu sterben. Daran wird auch keiner was ändern. Aber die Art und Weise, wie das Leben dazwischen stattfindet und wie lange es vor allen Dingen dauert, auch da ist wohl offensichtlich das letzte Wort noch nicht gesprochen. Absolut nicht. Erstens mal ist Alter natürlich auch sehr, sehr stark davon abhängig, was wir eigentlich denken. Ja, wir bekommen ja schon ab dem dritten Lebensjahr erzählt, schau dir den Opa an, der stirbt bald, der ist schon über 70, das wird nicht mehr lange gehen. Das heißt, das haben wir ja schon verankert, dieses Bewusstsein. Das heißt, wir laden ja schon diese plusgeladenen blankschen Körperchen hier massiv ein, durch diese Vorstellung eigentlich. Ja. Wir könnten das natürlich auch drehen. Aber jetzt mal zum ganz anderen Prozess. Ich habe einen Freund, das ist der Professor Trofimov. Ja. So, Trofimov sitzt in Novosibirsk und begleitet seit etwa 30 Jahren das Zentrum für heliokosmophysikalische Phänomene. Ja? Und das heißt, die haben schon in den 90er Jahren angefangen, Satellitendaten aufzukaufen von den Amerikanern, damals noch auf Staatsgelder. Ja, mittlerweile müssen sie alles selber finanzieren. So, und haben dann diese Satellitendaten verglichen mit genetischen Datenbanken. Ja? Das heißt also, man hat im Prinzip Daten aufgekauft von Gestirnen, die etwa bis zu 100 Lichtjahren entfernt waren. Ja? Nachdem und die Auswirkungen auf? Und Auswirkungen auf unser System. Das konnte man dann eindeutig nachweisen. Ja. Das heißt, man hat Millionen von Daten verglichen mit genetischen Datenbanken. Das heißt, man konnte also eindeutig sagen, die und die Sternkonstellation zu diesem und diesem Zeitpunkt oder zu diesem Geburtszeitpunkt ist eindeutig korreliert eindeutig zum Beispiel mit einer Herzerkrankung oder eindeutig mit einer Arthrose oder mit irgendwelchen anderen Erkrankungen oder mit hormonellen Erkrankungen. Ja? Okay. Perikow hat das so genau gemacht, dass er etliche internationale Forscherpreise gewonnen hat, also kein Hokuspokus. Das heißt, die Russen gehen dann so weit in diesem Bereich, dass bevor sie Menschen therapieren, fassen die sein Geburtsdatum auf. Es gibt dann verschiedene Computerprogramme, wir haben jetzt hier das Programm Milky Way, aber es gibt auch verschiedene andere. Und können dann mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit sagen, der wird wahrscheinlich an der und der Erkrankung leiden, wenn wir nicht bestimmte Dinge tun, um das umzudrehen oder zu verändern. Also lediglich aufgrund des Geburtsdatums und der damals zum Zeit der Geburt herrschenden kosmischen Konstellation. Also Astrologie, aber jetzt auf der wissenschaftlichen Basis mit konkreten Auswirkungen auf den Organismus. Ganz genau. Ja. So, das heißt also, ganz genau genommen ist entscheidend die Zeit 4 Wochen vor der Zeugung, wenn wir also wissen wollen, was wir bekommen, 4 Wochen vor der Zeugung unserer Großväter und Großmütter. Das ist der entscheidende Zeitpunkt, ja, die sensible Phase. Mhm. Also die damalige Sternkonstellation ist entscheidend. Jetzt mal vielleicht noch ein bisschen konkreter.
Wir haben hier zum Beispiel eine Studie von Trofimov. Extrem spannend. Und Trofimov hat also verschiedene Menschen mit Altersgruppen untersucht. Ja? Ja. Wenn jetzt W ist also ein Maß für die Erkrankungswahrscheinlichkeit. So, wenn wir jetzt mal diese Gruppe 1 und 2 nehmen, das sind Leute bis maximal, also hier 30 bis 50. Lebensjahr, also noch relativ jung, und hier vom 51. bis zum 70. Lebensjahr, also 50 Stück, ja? Also 100 zusammen. So, und die haben eine deutlich, also zwei Drittel mal höhere Krankheitswahrscheinlichkeit, obwohl sie viel, viel jünger sind, als die alten Herrschaften zwischen 70 und 90 und zwischen 90 und über 100.